Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute werden wir meinen S8 Plus mit der XPEL Ultimate Plus folieren. Nur einzelne Bauteile. Ich habe selber schon, wenn ihr die YouTube-Story verfolgt habt, im Frontbereich hier, kann ich nochmal her, den Scheinwerfer foliert. Ihr seht das jetzt hier nur noch teilweise am Rand. Sonst sieht man nicht so viel. Wirklich eine sehr gute Folie, weil, darauf gehen wir in einem anderen Video auch nochmal mit ein, aber wir können euch das nochmal kurz zeigen. Wir haben hier unser kleines Bauteil mit der unischwarzen Motorhaube. Ich habe schon sehr viele Folien jetzt durchgetestet. Unter anderem jetzt die XPEL Ultimate Plus, die Orakei Stone Guard von 3M holen wir noch diese andere Folie. Dann die Rocket Guard habe ich auch noch bestellt und noch ein paar andere weitere. Wir werden dann in den nächsten Tagen nochmal oder in den nächsten Wochen nochmal einige Tests fahren. Aber jetzt kommt erst nochmal mit her. Weswegen ich die XPEL Ultimate Plus genommen habe, ihr seht das hier und hier. Das ist die Orakei Stone Guard. Nicht 100% transparent und auf PVC-Basis, also ein anderer Werkstoff. Und die ist auf Polyurethan, also TPU, Thermopolyurethan. Und die ist eben 100%, also 100% transparent, sage ich jetzt einfach mal so. Wir sehen nur eine leichte Orangenhaut, aber ansonsten können wir die nicht sehen. Klar, hier den Schnippel jetzt, den habe ich selber gemacht. Und das war mir auch eben ultra wichtig für mein eigenes Fahrzeug. Und ich denke mal, das ist auch für euch eine ganz gute und sinnvolle Alternative. Weil wenn ihr ein teures Auto habt oder auch kein teures Auto, ist ja auch egal. Ich denke mal, ihr kennt alle die Situation. Ihr seid im Parkhaus, parkt schon am Arsch der Welt, ne, damit ihr schon so möglich, also am besten gar keiner mehr daneben parken kann. Es gibt aber irgendeinen Knüppel, der daneben parkt, macht die Tür auf, hämmert dagegen eine ältere Dame, die mit ihrer Tasche da einfach langreift. Manche Leute, die realisieren das einfach nicht. Ja. Für den ist es ein Gebrauchsgegenstand. Für uns selber ist das natürlich kein Gebrauchsgegenstand, das ist unser wertvollster Schatz. Und deswegen müssen wir das eben auch schützen. Ja, und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wie vorher schon, Keramikversiegelung. Und jetzt eben ganz neu, ist mir persönlich aufgefallen, PPF, also Paint Protection Film, heißt das Ganze. Steinscherschutzfolie oder Lackschutzfolie nennt das eigentlich. Und ich denke mal, das ist die sinnvollste Sache. Und ich denke mal, das wird 2020 auch relativ hypen, weil es ist einfach unnormal geil, ne, diese Folie. Ich bin auch eigentlich nur drauf gekommen, weil von Gion ja dieser PPF-Film in matt und glänzend rauskam, ja, auf der SEMA. Der deutsche Distributor hat es leider innerhalb von einem Monat immer noch nicht geschafft, mir einen Muster zuzusenden. Vielleicht kriegen die das immer noch jetzt hin, wissen wir noch nicht genau. Ich werde da nochmal nachhaken. Dann werde ich die Folie auch nochmal für euch testen. Aber bisher ist anscheinend XPEL mit der Ultimate Plus der unangefochtene King, was das angeht. Und das kann ich auch nur sagen, die ist wirklich sehr gut. Und wir werden heute den Kotflügel einmal folieren. Ich habe ihn jetzt schon mal leicht grob gereinigt. Also man braucht hier nicht brutal irgendwas machen. Also normalerweise wäscht man das Auto jetzt vorher. Bei uns regnet es draußen, geht nicht. Deswegen waschen wir das jetzt hier selber. Dann kneten wir das Ganze ab, machen die Embleme ab, machen die Folie drauf, rakeln die drauf. Und dann können wir schauen, ob wir einen Unterschied sehen oder nicht. Ich habe nochmal, zeige ich euch auch nochmal kurz, hier oben die B-Säulenverkleidung. Ich denke mal, das ist mit das Sinnvollste, was man machen kann. Die ist jetzt nicht perfekt aufgetragen, aber sagen wir zu 90%, weil die zerkratzen ja wirklich immer. Und auch die neuen Fahrzeuge von VW, die haben immer mehr schwarze Hochglanzbauteile. Jetzt nicht nur in den B-Säulenverkleidungen, auch viele andere Bauteile, die zerkratzen immer. Ja, können wir gar nicht ändern. Und diese Folie ist eben extrem geil, ne, weil die eben auch selbstheilend ist. Ihr müsst einfach nur, die Sonne muss einfach nur drauf gehen und diese Kratzer gehen selber schon weg. Ich konnte es mir selber noch nicht vorstellen, habe es aber selber jetzt lange ausgetestet und es funktioniert auf jeden Fall. Kai, wollen wir das jetzt schon zeigen oder wollen wir es hinterher zeigen? Was wollen wir denn zeigen? Mit der Selbstheilungsfunktion? Können wir zeigen, klar. Okay, komm, dann zeigen wir euch das erst. Also, wir haben einen Ausgangszustand. Haben wir eine Bürste? Nee, wir brauchen einen Besen, ne? Wir simulieren mal so ein bisschen die Waschanlage. Warte, wir haben hier, guck mal, da ist eine Bürste, so eine Leder. Den Taser. Ja, hier, das ist gut. So, wir haben zum Beispiel eine Bürste, ne? Wir simulieren jetzt einfach mal eine schlechte Waschanlage. Und zwar ist das hier schon der Film, der drauf ist. Und dann gehen wir jetzt mal rüber. Ja, hört auch schon, ist jetzt nicht der Knaller, ne? So. Das sind 10 Tage Waschanlage, das sind 20 und nichts wird sauber. Und das sind 30, genau. Einfach scheiße, wissen wir selber. Und wenn wir jetzt sehen, wir sehen eben viele Haarlinienkratzer. Jetzt gehen wir mal auf eine Stelle. Thank you.
Ja gut, der hat jetzt nicht so viel Dampf, aber normale Sonne hätte das eine gewisse Attacke gemacht. Der schwarze Lachs, da ist die Sonne drauf, auf jeden Fall. Ne? So sieht man schon, oder? Ja. Wenn ich jetzt hier mal so lang fahre, in dem Bereich, genau. Links warm geworden. Und hier. So, und da ist diese Selbstheilungsfunktion eben wirklich, ich sag mal jetzt nicht zu 100%, aber schon ein sehr großer Teil. Aber es jetzt noch wärmer werden würde? Ja, das muss noch ein bisschen wärmer werden, aber der hat eben nicht so viel Dampf, das ist ein Akkugerät, ne? Aber jetzt hier, guck nochmal, genau in dem Bereich hier. Da, wo jetzt der Finger oben drüber ist. Geh nochmal ein bisschen weiter hoch. Genau, ein bisschen weiter hoch noch, dass die Lampe denn hier ist. Genau, da sehen wir es. Mhm. Also diese Selbstheilungsfunktion, die ist vorhanden. Die funktioniert auch wirklich sehr gut. Irgendwer hat mir erzählt, dass X-Bell mal Chargenprobleme hatte mit dieser Selbstheilungsfunktion. Das scheint jetzt eine Charge zu sein, die funktioniert. Ja, ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich denke, es ist eine extrem gute Alternative im Gegensatz zu einer normalen Keramikversiegelung. Zusätzlich kann man diese Folie auch mit einer Keramikversiegelung beschichten. Und das ist auch mit die sinnvollste Variante. Jetzt ist natürlich für euch der Sinn, macht ihr das ganze Auto, macht ihr nur die Front, macht ihr nur die Motorhaube, was ist wertvoll? Ich denke mal, es ist für alle Kundengruppen eine sinnvolle Sache. Also erstens mal für die Autopflege-Enthusiasten, das heißt die, die ein teures Fahrzeug haben, RS3, was weiß ich was für Autos, Cupra und so, die lassen das eben beschichten, kommt nichts drauf, ja, wir haben wenig Waschanlagenkratzer und wir brauchen sich so viele Gedanken machen, vielleicht beim Autowaschen. Nach 5 Jahren können wir die Folie abziehen, wieder alles Taco. Zusätzlich dann nochmal bei Leasingfahrzeugen, ja, im Frontbereich, ja, vielleicht die Hälfte der Motorhaube und die Front, ne. Ich glaube, die Front so um die 400 Euro kostet das circa, wenn man das machen lässt. Dadurch habt ihr eben keine Steinschläge, ihr könnt die Folie abziehen und es sind keine Kratzer vorhanden und ihr müsst nichts nachzahlen bei der Leasingrückgabe. Und eben für die Normalmenschen, die eben ein Durchschnittsfahrzeug haben, sagen wir mal, und eben auch den Lack einfach nur generell schützen wollen. Also, ich möchte es auf jeden Fall auch haben, weil ich möchte mehr Sicherheit haben und dadurch eine Präventivmaßnahme ergreifen, damit wir da eben Gas machen. Ja, und jetzt werden wir mal weitermachen und diesen Kotflügel damit folieren. Ich habe den, wie gesagt, schon grob gereinigt. Wir werden ihn jetzt erstens mit der Reinigungsknete schon mal reinigen. Ich selber benutze dafür jetzt einfach nur normale Seifenlotion, die ich die in die Carvaser gemacht habe. Also einfach nur Snowform Shampoo mit normalem Wasser. Ja, ihr könnt das einfach so drauf sprühen. Das reicht jetzt in der Form aus. Und dann gehen wir einmal mit der Reinigungsknete lang, weil Staubanschlüsse und Schmutz auf der Oberfläche soll man auf jeden Fall weitestgehend verhindern. Ja, weil die auf jeden Fall unter der Folie sind und das würde man dann sehen. Die ist echt mega fest, Alter. Die will ich. Ah, oh, zum frühen Morgen, so eine anstrengende Sache. Gut. Dann kneten wir die ganze Bude einmal ab. Vorher habt ihr das natürlich schon mal weitestgehend normal gereinigt. Am besten natürlich das Auto gewaschen. Aber ich habe das jetzt eben normal mit Rinseless Wash gemacht. Reicht auch in der Form aus, weil wir werden gleich nämlich nochmal rüber polieren, bevor wir das komplett machen. Aber wichtig, immer die Knete, damit eben keine Partikel drauf sind. Und wir können selber auch schon sehen, guck mal, Teer, Industriestaub und der ganze andere Rest, der da mit dabei ist, der muss auf jeden Fall runter. Der wäre sonst unter der Folie. Ja, drehen wir nochmal. Gut, ja, da sieht es wieder gut aus, alles safe. Ich werde später auf jeden Fall das ganze Auto damit folieren, aber ich werde jetzt erstmal Stück für Stück alles machen, ja, so wie ich es eben schaffe, auch zeitlich natürlich schaffe und wir werden dann, oder ich werde dann selber für mich auch nochmal testen, ja, was man da so machen kann. Auch die Innenkanten werde ich jetzt so umlegen, deswegen knete ich hier nämlich auch nochmal lang. Damit es da schön hält, ne? Genau, damit ich auch nicht, weil irgendwie soll es wohl auch so sein, dass eben, wenn die Luft dazwischen kommt, dass es auch abreißen kann, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es dann eben mitgemacht. Ja, dann können wir die Reinigungsknete wieder wegtun und mit einem Mikrofasertuch den restlichen Überschuss einfach so abtragen. Jetzt haben wir die ganze Oberfläche geknetet, jetzt geht's ans Polieren. Wir haben uns beziehungsweise gerade dafür entschieden, dass es einfach ist, die Embleme abzumachen. Und später dann wieder neue zu kaufen. Ja.
weil sonst müssen wir da drüber drumrum folieren und das sieht dann kacke aus und da habe ich keinen Bock drauf. Und vielleicht sieht es ohne Embleme besser aus, müssen wir mal gucken. Reicht auf jeden Fall schon, ne? Wenn mir mit dem Embleme-Entfernungsset von Soft 99 das mit wegmacht. Zack, weg sind sie. Dann nochmal ein bisschen einsprühen mit diesem Sticker Remover. Und ganz wichtig, also eigentlich das Wichtigste, dieser kleine Spachtel, der hier mit dabei ist, mit dem ihr das eben so scheremäßig abtrennt. Das macht auf jeden Fall leichte und feine Kratzer. Die kriegen wir jetzt gleich beim Polieren raus, kein Problem, aber so, zack, 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 zack. Mach dann nochmal den Überschuss mit weg. Dann sprühen wir nochmal was drauf. Wenn ihr zu Hause diesen Sticker Remover nicht haben solltet, geht manchmal auch Haarspray, aber nicht immer. Also das ist, kann man mal machen, aber geht leider nicht immer. So, haben nur ein kleines bisschen drauf. Nochmal ein bisschen was machen. Kurz einwirken lassen, die Rummelbude. Ganz wichtig, dass auch eine scharfe Kante ist. So, und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Weg. Na, so schnell geht das. Ja, jetzt werden wir das Ganze polieren, entfetten und dann folieren. Einmal abkleben. Dann können die Leute auch mal sehen, was die Polierpads können. Ich zeige euch nochmal, was die Polierpads von Dopefibers können, weil das war schon ein Dopefibers Polierpad. Nochmal kurz zum Einstieg zu den Dopefibers Polierpads. Die haben eben 15 mm Stärke mit einer Rundung und eben ja, schwarzem Velour, mittelharter Schaum. Das war jetzt eine Feinstaubpolitur, die ich mit der Menzerna 400 verarbeitet habe. Und jetzt schaut mal gleich in der Nahansicht, wenn ich auspoliert habe, was das schon für ein Unterschied ist, also wie schnell das auch geht. Weil viele sind ja skeptisch mit den Dopefibers Polierpads, denken, ja, neue Polierpads, ja, hat er sich umlabeln lassen, tritadalala. Ich habe die extra auf die Menzerna Polituren zugeschnitten produzieren lassen. Also es war schwer, weil wir haben natürlich viele Prototypen gehabt und das immer hin und her gemacht. Aber schaut euch einfach mal den Unterschied an. Genau, wir sehen jetzt schon hier, habe ich alles poliert, ist alles cool. Und dann, zack, geht es eben los mit den ganzen Hologrammen. Und ihr habt auch selber schon ein Video gesehen, das geht relativ flott. Also die Polierpads haben eine gute Auflagefläche mit 15 mm Stärke. Haben wir eben auch eine gute Möglichkeit, den Auflagedruck auch auf Wölbungen gleichmäßig zu halten. Und das war mir besonders wichtig, weil das der kleine Nachteil bei den Rubis Polierpads, dass die eben mit 20 mm ein bisschen zu dick sind. Und mit 15 mm haben wir wirklich eine gute, ja, wie soll ich sagen, eine gute Oberflächen, ja, ausgeglichene Oberflächenauflage. Und jetzt werde ich den ganzen Kotflügel einmal fertig polieren. Geht denn nicht anders, oder? Okay. Haben wir festgestellt, bei dem Akkuwechsel leuchtet die Scan Grip trotzdem noch weiter. Muss ja mal nicht. Gut, wechseln tue ich jetzt nochmal auf die Rotationsgliedmaschine, weil wir natürlich hier einzelne feine Kratzer haben und das ist für mich jetzt leichter. Ich möchte euch nochmal demonstrieren, dass ihr auch die Dopefibers Polierpads mit der Rotationsgliedmaschine verarbeiten könnt. Haben wir auch nochmal extra darauf geachtet, dass sie eben so gesehen geschlossenzellig sind und los geht's. Also auch nochmal für die Skeptiker unter euch, ihr könnt die Dopefibers Polierpads, ihr seht sie selber auch nochmal schon, auch mit Rotationspoliermaschinen verarbeiten. Das wäre mir besonders wichtig bei der Produktion. Ihr seht das selber auch. Ich kann natürlich ein bisschen schneller arbeiten. Normalerweise könnt ihr auch exzentrische Poliermaschinen benutzen. Und jetzt gehen wir auch nochmal mit einer exzentrischen Poliermaschine drüber.
dritter und letzter Schritt ist das Entfetten. Das mache ich jetzt mit dem Gion Prep, damit eben die Polieröle runterkommen und wir dann eben nochmal polieren können. Ich selber habe auch noch nicht so viel foliert, aber einige Bauteile natürlich schon, wie ihr auch schon in der YouTube-Story gesehen habt. Aber unsicher bin ich mir natürlich trotzdem noch ein bisschen, aber wir gehen das gleich alles gemeinsam nochmal durch. Ich habe, wie gesagt, jetzt die komplette Oberfläche einmal poliert, nochmal entfettet. Und ja, ihr könnt auch nochmal kurz nah rankommen, dann könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wie die Oberfläche wirklich aussieht. Sieht eigentlich safe aus, ja. So können wir das Ganze folieren. Das sieht gut aus. Ja, das freut mich, Kai. Wenn du das sagst, dann ist das so schön. Gut, ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Folieren. Wir schneiden erst die Folie zu, applizieren das Gel und dann gehen wir nochmal mit dem Tuch rüber, dass wirklich auch gar keine Staubeinschlüsse oben drauf sind. Oben reinige ich jetzt auch nochmal kurz, ist sicherer und dann folieren wir los. Ja, wie macht man das, Kai? Sag mal was. Ja, messen, ne? Stimmt. Erstmal Breite, dann die maximale Höhe, wa? Wir brauchen so, nehmen wir mal ein bisschen mehr, 1,30 Meter. Ja, 1,30 Meter mal. Ui, das ist, stimmt, das brauchen wir, da brauchen wir ein bisschen mehr. Die Wölbung muss durch die Krümmung musst du ein bisschen rumnehmen, wa? Also machen wir mal lieber einen Meter. Meter mal 1,30, das heißt, ja, ist die gesamte Rollenbreite, okay. Und dann Meter. Aber guck mal, wir haben hier noch so ein Stück übrig. Das passt doch perfekt. Ja. Für da oben, ne? Für den Schnitzel da noch. Genau, für das Ding. Wenn das da noch passt. Aber ist ja egal. Nehmen wir mal einen Meter. Halt mal kurz. Warte, ich stelle die Kamera doch mal ab. Halt mal auf der anderen Seite so glatt. Mal kurz dranhalten. Passt das bei dir? Nee, ne? Wir müssen schon ein Stück. Okay, nee, dann ist egal. Dann muss ich von hier einen Meter nehmen. Ja, das wäre schön. Ja. Gut. Hätte ja klappen können. Schade. Ich würde ja schon versuchen, effektiv, ne? Alles klar, aber bei dem Preis. Ja. Ein Meter haben wir gesagt? Ein Meter, genau, ein Meter. Oh Gott. Ja, geht mal um. So, genau jetzt. Und dann gib mal das wie das Ding, ja. Gut. So, die sind gerade. Bin ich parallel. Wann bist du parallel? Jetzt? Ja. Nicht los, ich schneide schon hier mit Dinger. Keine Sorge. Ich hab Angst. Hab ich auch. Every day. So. Ja, jetzt wird's natürlich schwierig. Mal grob anhalten. Muss ja passen, ne? Ja, genau, halt mal dran. Das passt nasse. Halt nochmal kurz. So, jetzt ist die Kamera noch an? Ja, bist du nur ein, ich denke schon. Sieht noch so aus, ja. Es gibt keine Kontrolle. Ist denn jetzt ein bisschen ärgerlich, oder? Genau, weil jetzt einstellen, ne? Gehe ich mit der weichen Seite von dem APC doch noch mal ganz kurz rüber, falls jetzt irgendwie Staub aufgewirbelt haben, damit er eben runter ist. Mann, schon einige Steinschläge. Okay. Das ist jetzt dieses Application Gel von X-Fell, also Original Application Gel. Das soll irgendwie diese Klebewirkung beschleunigen. Das tut es auch. Wenn wir jetzt normal Seifenwasser nehmen, dann habe ich das schon gemerkt, dauert das schon ein bisschen länger. Ja, das soll man schön satt aufsprühen. Das mache ich natürlich auch. Schön satt. Ja, ist doch satt, ne? Ja. So, und dann kann man noch Isopropanol drüber machen, wenn man das will, damit es ein bisschen verschwitzt wird. Ich nehme jetzt einfach Fett. Ja, dann wird das Ganze ein bisschen flüssiger und wird ein bisschen besser benetzt. Und dann, Kai, werden wir mal... Brauchen wir das obere Stück da überhaupt? Kann eigentlich weg.
Kann weg. Nee, ja genau. Ja, schnapp mal weg. Halt mal. So, und jetzt wird es schwierig. Weil wir müssen jetzt abmachen, halten und dann gleichzeitig drauf sprühen. Und den Radler gebraucht schon. Genau, den stellen wir schon. Sprühe auch gleich so stellen, dass du da die Jugend fassen. Und jetzt darf man nicht so viel Staub aufwirbeln. Ich halte die Luft an. Das hört sich gut an. Das würde ich mir nicht ansehen. Ne? Geht das? Das hat man ja. Ich geh nochmal ein Stück zurück. Ui. So, jetzt langsam zu dem kommen. Er lädt sich natürlich statisch ganz schön auf. Total. Ja! Für den Ton ein bisschen. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, das ist okay. Es brennt in den Augen! So. Dann lass uns das Ganze schon mal fixieren. Du nimmst mal die eine Seite, ich die andere. So. So müsste es gehen, ne? Genau, das sieht schon mal schön aus. Wir haben natürlich ganz schön verschnitt, aber... Ja, brutal verschnitt, aber egal, so ist das eben. Ne? Haben ja auch keinen Plotter. Sag mal ein Foto, wollen wir schon mal machen? Jetzt haben wir die Folie schon mal ein bisschen drauf appliziert und jetzt machen wir das Ganze mit so einer Seifenlauge schon mal dran. Wir können aber auch schon mal den Überschnitt abschneiden. Das werde ich jetzt schon mal machen. Gut verschnitt, Jungs. Aber ich glaube, so ist das Leben. Ist ja jetzt der große Versuch, ne? Da kann man ja dann optimieren. Genau, das wird man dann später nochmal optimieren. So. Das ist leider Müll. Dann werden wir hier runter nochmal gehen. Auch Müll. Und hier auch. Da der Müll. Ja, hätten wir mal einen Plotter, ne? Ja. Was ist das denn? Ja, wenn man das nächste Mal macht, dann kann man ja, sag ich mal, gleich die Scheinwerfer zum Beispiel. Ja. So, dann legen wir das Ganze mal ein bisschen faltenfrei auf und man soll von der Mitte nach außen irgendwie arbeiten. Ah, ich muss gleich mal gucken, wie meine das am besten. Ich glaube, ich beginne erstmal hier. Ah, so. Dass man erstmal ein bisschen fixiert hat. Wichtig, man muss auch richtig dolle rakeln. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so wie ein letzter Bescheuerter. Also du drückst ordentlich auf, sagst du? Ich drück ordentlich auf. Und hoffe dabei, dass ich nicht irgendwelche Dinge reinziehe. Der Rakel, das ist ja Gummi, ne? Komplett Gummi. Das ist komplett Gummi, ja, das Ding. Special. War das mit bei? Ja, hab ich mir besorgt. Ja, habe ich mir besorgt. So, dann löse ich das nämlich nochmal und dann werde ich nochmal ein bisschen mit dieser Montageflüssigkeit arbeiten. Davon braucht man anscheinend wirklich sehr viel. Und dann nochmal ein bisschen Isopropanol mit Wassergemisch. Jetzt versuche ich das mal irgendwie hier so wegzukriegen. Den Mist. Ah, ich denke mal, wenn jetzt ein richtiger Profi hier zuschaut, dann denkt er sich, meine Güte, Digga, was machst du da? Also entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein dafür. So, das sieht schon mal gut aus. Ja, hier habe ich noch eine kleine Falte. Wie mache ich denn das? Oh, ist noch schön weich. Uiuiui, das ist gut. Ja, so.
auch nochmal Application gehe. Und nochmal ein bisschen Isopropanol hinterher. Ich denke mal, ein Profi wird das auf jeden Fall schneller machen, aber egal. Bei mir geht es ja nicht direkt immer um Schnelligkeit. Und man muss jetzt eben zusehen, dass man dieses Gel oder eben die Seifenlotion, was man da auch immer verwendet, rausdrückt. Ja, wirklich, also richtig raus damit. Dabei auch immer gucken, dass eben die Oberfläche auch schön nass ist. Tja, und dass man eben keinen Klebeabriss verursacht. Ich hoffe, das war's jetzt. Das war jetzt noch kein Klebeabriss, aber ich denke mal nicht. Also sozusagen, wenn es einmal richtig dran geklebt war, dass man es dann möglichst... Ja, das ist schwierig. Also man soll das dann irgendwie rausmachen und dann eben mit dieser... mit dem Application Gel nochmal drunter und dann eben nochmal mit Isopropanol, damit dieses Application Gel so gesehen nochmal richtig, wie soll man sagen, ja, flüssig wird und dann eben auch bis zur Klebeabrisskante fließt. Ja, und dann müsste das safe sein. Man muss dabei auch leider ein bisschen grob sein mit dem Rakel, weil man hier diese Kraft aufwenden muss, damit das Zeug rausgeht. Und man kann schon, das habe ich nämlich auch schon herausgefunden, man kann auf jeden Fall mit dem Finger schon mal fühlen, wohin das dann geht. Also ob da jetzt noch irgendwas ist oder nicht. Hier habe ich nämlich noch ein bisschen Zeug. Aber das ist auch schon fast weg. Gucken wir gleich nochmal, wenn es trocken ist. So, hier ist nämlich noch etwas. Keine Ahnung, wie der schon wieder da hingekommen ist. So, aber der müsste auch weg sein. Hier ist noch ein bisschen was. Geht gut, ne? Trotz der ganzen Runde und alles. Ja, ist aber trotzdem schon irgendwie sehr anstrengend. Aber ich glaube, ein richtiger Profi, der würde wahrscheinlich darüber lachen. Ja, aber geht ganz gut, also relativ. Mhm. So, aber das sieht ganz gut aus. Ja. Genau. So, ja, aber hier haben wir nur eine kleine Klebeabrisskante. Ne? Gucken wir nochmal, wenn wir hier. Dann sieht man nochmal, was los ist, was hier wirklich Phase ist. Und wir sehen natürlich hier noch ein paar Dinge und da noch ein paar Dinge. Hier auch, aber ich hoffe, das dürfte noch weggehen. Das sieht nämlich erstmal ganz schlimm aus. Das habe ich nämlich beim letzten Mal schon mal gesehen. Und später gehen die von alleine weg. So, aber das ist safe. Genau, hier ist so ein komischer Klebeabriss. Der müsste vielleicht auch nochmal weggehen. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis die, sag ich mal, diese ganzen kleinen Geschichten sich denn... Ja, das soll irgendwie selber nochmal dann wegatmen, sag ich mal so. Ne? Habe ich auch schon gesehen. Also hat bei den B-Säulen und so auch schon selber funktioniert. Kam ich nächsten Tag hierher und dann war wieder alles cool. Und genau. Hast du die ganze Nacht nicht gut geschlafen, weil du gedacht hast... Genau so sieht's aus. Ganze Nacht dachte ich, verdammt ey, wie kann das denn sein? Werden wir einfach gucken, ob es so ausgeht, ne? Müssen wir uns selber mal rantesten. Jetzt würde ich erstmal mit dem Messer einmal übrigens rumschneiden. Dabei muss man die Folie gar nicht mal anschneiden. Also muss man nicht. Also nicht durchschneiden, meine ich. Mal einfach nur anschneiden. Ich habe dann eben nur das Messer so gesehen... Leicht aufliegen? Genau, leicht aufliegen. Also du fährst einfach bloß drauf lang? Und ich fahre nur drauf lang, nicht durch. Manchmal geht er durch, kommt ein bisschen drauf an, aber man schneidet auf jeden Fall dabei nicht direkt in den Lack. Dann gehe ich so runter und dann gehe ich hier eben weiter. Dann reißen wir das Ganze auch schon ab und dann soll man das nämlich so schnell immer abreißen. Reißt es an genau, dann reißt es so gesehen an der Stelle einmal lang. Vielleicht kann man es auch langsam machen, kann auch sein. So. Das sind quasi deine eigenen Erfahrungswerte gerade. Ja, so gesehen schon. Okay. Falls ihr auch noch Tipps habt zum Folieren, sind wir natürlich sehr
gerne auf eure Tipps gespannt. Und in der Anleitung steht eigentlich auch, dass man dann diese Ecken später machen soll. Also das heißt, wenn es so gesehen getrocknet ist. Ich versuche das hier nochmal so ein bisschen rauszudrücken. Steht ein Grund, war noch ein Grund dafür, warum das so ist? Nee, ich denke mal damit, wenn es trocken ist, ne? Weil es klebt auch nicht richtig auf den Kanten. Das habe ich auch schon gemerkt. Leider. Und ich habe in den meisten Videos auch gesehen, dass sie diese Kanten auch erst noch überstehen lassen und machen die dann später irgendwann nochmal, ne? Klar, würde natürlich auch Sinn ergeben, wenn dann später das wirklich trocken ist. So, jetzt ziehe ich nochmal hier lang. Gehe ich ja nur ganz vorsichtig mit dem Rakel lang. Ja. Ein bisschen Nerven geht's ja. Oh, auch, ne? Ja, das mag ich gar nicht, sowas. Aber geht. Also es funktioniert. Man muss einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Kann das auch langsam machen. Das war am sichersten dabei. Zack. Ja, leider alles Überschuss. So, und jetzt versuchen wir nochmal hier diese blöde Falte rauszukriegen. Dadurch strecke ich das Material ein bisschen und ziehe es ein bisschen. Halt nochmal kurz drauf. Aber da ist ein bisschen Seife drunter und dabei sieht man das dann schon, dass diese Seife nämlich nicht schnell reagiert. Das ist eben der kleine Nachteil bei dem Zeug, ne? Also dieses Gel, das macht diesen Kleber irgendwie schneller aktiv. Genau, so. Dann schneiden wir hier ab. Gut. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir selber schon festgestellt, hier habe ich ein bisschen zu wenig abgeschnitten. Also kann man machen, muss man nicht. Man kann auch einen Zentimeter überlappend lassen. Also wir hätten jetzt die Motorhaube aufmachen können, da auch reinlegen können. Machen wir jetzt auf der Seite so, auf der anderen probieren wir das mit der anderen Seite. Also mit mehr Überschnitt. Ja, aber ansonsten muss ich dazu sagen, sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Aber ich werde hier jetzt nochmal kurz hochnehmen. Oh, wenn das auch noch geht, ey. Wenn ich lasse, warte doch, wie es morgen aussieht. Nee, ich glaube, die geht hier nicht weg, die gute. So, und jetzt muss man mal dieses Application Gel nehmen. Richtig schön reinsprühen. Dann bis zur Kante, damit das irgendwie bis zur Kante fließt. Und jetzt werde ich den guten Johnny nochmal wegmachen. Korrekt. Ja. Genau, so, und die Kanten werde ich jetzt auch nochmal machen. So, mal ein bisschen Zeug drauf sprühen, damit es nochmal ein bisschen besser gleitet. Schneide ich am besten nochmal ein, damit es nicht mehr so viel Spannung bekommt. Gut, jetzt hast du also die groben Flächen beschnitten. Genau. Und wo sind jetzt noch Baustellen? Kleine Luftbläschen, die warten wir, bis sie rausgehen. Und dann die Ecken, wenn man nämlich hier zum Beispiel, sieht man auch hier, die Ecken so klebt, ja, kommen die sofort wieder raus. Da werden wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht wirklich mit diesem kleinen Puster, einfach nur kalte Luft, keine warme Luft, das damit schon so ein bisschen entfernen können. Probieren wir einfach aus, ne? Was bleibt uns anders übrig? Wischen nochmal schön rüber hier. An sich sieht das ja ganz gut aus. Und dann muss man eben mal gucken, wie da wirklich die Reaktion von der Folie dann ist, ja. Gut, probieren wir mal aus. Also wenn das Gel als Gleitmittel weg ist, die Folie wieder selbst klebend, dann klebt das schon, man merkt das auch, ja. Dann kannst du die Ecken richtig umlegen. Beziehungsweise die kleinen Übergänge, ne? Genau.
dauert natürlich auch ein bisschen. Aber klebt auf jeden Fall schon mal besser, als wenn das Gel jetzt noch so gesehen dabei wäre, ne? Mhm, dann klebt es nämlich gar nicht. Und dann klebt wenigstens noch etwas. Dann müssen wir mal gucken. Kurzer Zwischenstand, wir haben das Ganze jetzt 2 Stunden. Wie lange haben wir gefrühstückt? 1 Stunde? Wir haben es 1 Stunde, 2 Stunden trocknen lassen. Besonders bei den Kanten merkt man das dann, weil man die dann umlegen kann. Ja, eben gerade habt ihr noch gesehen, dass die hier eben noch rumgeflattert sind. Wir haben die hier, Kai, füll nochmal hier auf den Radkasten. Die haben wir alle schön eingeschnitten, ne, damit diese Spannung hier nicht so stark ist und konnten dann schon mal so ein bisschen rumbiegen, aber noch nicht komplett, also noch nicht vollständig. Wir müssen jetzt warten, bis das Wasser oder generell die Feuchtigkeit mit dieser Seifenlauge da so ein bisschen sich entwichen hat und dann können wir das nochmal richtig festkleben. Wir haben hier im vorderen Bereich nochmal leider einige, ja wie soll ich sagen, Wassereinschlüsse. Die, denke ich jetzt einfach mal, werden dann aber auch noch weggehen, ne, im Laufe der Zeit. Die werden durch die Folie dann innerhalb von 72 Stunden weggehen. Aber das schauen wir uns alles nochmal an. Wir lassen das jetzt nochmal ein paar Stunden trocknen und melden uns dann gleich nochmal wieder. Dann geht's aber. Was sagst du? Also, wir haben schon mal ein paar Erfahrungen gesammelt, dass durch eine IPA-Wasserlösung auf jeden Fall das mit den Rändern schon mal deutlich schneller geht. Kann ich auch schon bestätigen. Merken wir jetzt hier gerade am Rand. Aber es ist irgendwie immer noch, guck mal, Kai, siehst du diese kleinen Dinger hier? Da? Diese kleinen Bläschen, die da drin sind. Ich weiß nicht genau, woher die kommen. Ob die vielleicht noch automatisch weggehen? Später? Aber ich glaube nicht. Müssen wir nochmal gucken. Gut. Aber das sieht schon ganz sauber aus, oder? Ja. Wenn jetzt hier diese kleinen Luftblasen nicht wären, wäre das eigentlich ganz cool. Ja. Ich drücke das hier nochmal ein bisschen mehr ran. Hier sieht es richtig komisch aus. Vielleicht warten wir erstmal, bis das Isopropanol schon mal ein bisschen sich entfernt hat. Hat vielleicht jetzt den Rest so rausgewaschen, aber hier ist auch noch zu viel von dieser Gelschmatze. Das merkt man schon. Ich denke mal, wir müssen noch mal ein bisschen warten, bis dann das ganze Zeug weg ist. Aber den Rest haben wir ja schon mal soweit fertig. Lassen den das hoffentlich noch mal trocknen. Hier in der Ecke sieht das schon ganz gut aus. Guck mal von der Seite hier. So, da zum Beispiel. Kannst du das sehen? Und dann gehen wir, machen wir hier mal auf. Und dann gehen wir einfach so durch. Ja, dann klebt das schon. Siehst du das? Wenn der Arm gleich weg ist, dann... Mhm. Ja. Kann ich nochmal von der Seite hier machen. Die Ecke hier oben wird interessant. Ja, die Ecke, ich glaube, da ist aber noch nicht das ganze Wasser entwichen. Weißt du, was ich meine? Ja, klebt noch nicht, dann aber gut. Die ist auch safe. Sehr schön. Und ich finde, die ist mit diesem Kanten umlegen, finde ich persönlich besser. Also... XPen hat ja dieses Programm, womit man mit der mit dem Plotter diese Dateien selber schon vorschneiden kann. Da kann man das mit Umkante, also mit der Umkante machen oder ohne. Ich finde mit dieser Umkantung aber persönlich besser, weil dann sieht man da keine Kante, also man kann erst gar keine Kante sehen. Und ein normaler Mensch würde jetzt auf jeden Fall zwischen diesen beiden Flächen, guck mal nochmal, Kai, würde, denke ich mal, keiner einen Unterschied erkennen, ne? Klar, jetzt diese kleine Kante, die hier unten ist, die ich auch wahrscheinlich nochmal hingebogen bekomme, wenn es richtig trocken ist. Aber sonst würde es doch kein Mensch sehen, ne? Nee. Das ist doch ideal. Und genau so will man das ja auch. Ja. Ich meine, wir hatten ja dieses Einleitungsvideo gemacht, ne, wo du mich gefragt hast. Ja, genau. Da habe ich ja nicht mal gesehen, dass hier... Nee, hier. Ja, aber hier, den haben wir. Ach so, ja, das stimmt, genau. Weil da sieht man es gar nicht. Nee, das stimmt. Bei den Tankdeckel. Doch, eine ganz kleine Ecke. Guck mal hier oben, da. Sind zwei ganz, ganz kleine Lufteinschlüsse. Ich glaube, das würde auch kein normaler Mensch sehen. Nee, also hier, das... Aber hier habe ich auch die Kanten so umgelegt. Ne? Und man kann die Folie auch teilweise noch riechen. Also das merkt man auch wirklich. Ist ja jetzt ja schon 3 Tage her, ne? Also hier bei so einem Tankdeckel ist echt gut. Dadurch, dass du auch immer hier so gegendrückst. Und genau, dann, ne? Ja. Auch... Klar, generell ist das gut, ne? Weil ich denke immer auch, weiß ich, wenn man mal wäscht oder sowas, da mal ein bisschen gegenkommen, keine Ahnung. Und es bleiben ja auch keine Fingerpatsche über, ne? So wie auf normalen Dings. Guck mal kurz. Das kann man auch so schwer sehen, ne? Ja, und besonders die Selbstheilungsfunktion ist eben der ganz große Vorteil, ne, was das angeht. Jo, Kai, was machen wir? Machen wir noch fertig hier oder was? Angel umlegen in der Stunde und dann sind wir fertig, ne?
Nee, also wir machen gleich nochmal einen Ausschnitt, wenn das komplett getrocknet ist und wir alle Kanten umgelegt haben, also so gesehen so eine Endsequenz. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Folie habt, ne, oder wenn ihr auch generell schon Erfahrung mit der Folie gemacht habt, schreibt es natürlich auch gerne unten rein. Ja. Wir sammeln hier jede Minute neue Erkenntnisse. Also eine Stunde später habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass der Konturschnitt wahrscheinlich doch noch ein bisschen besser ist, wenn man den ein bisschen, also nicht umwälzt, sondern ein bisschen weiter auf der Kante lässt. Ich zeige euch nur mal kurz hier. Hier habe ich eben gerade lang geschnitten und ich denke mal, als Otto-Normalverbraucher könnt ihr hier gar nichts erkennen. Das ist ein Steinschlag, okay. Aber ich denke mal, ihr seht jetzt auf der Kamera nicht die Kante. So, und ich gehe jetzt mal mit diesem Ding lang, wo die Kante ist. Seht ihr das, wo die Kante ist? Das sind circa 2 mm. Hier sind sogar noch ein bisschen mehr. Und ihr könnt es aber nicht sehen. Also, ich kann es auch nicht sehen. Ich habe hier unten auch nochmal lang geschnitten. Und hier sieht man jetzt diese leichte Kante hier, weil die noch weiß ist, noch nicht richtig festgeklebt. Muss ich noch warten, bis es richtig weg ist. Aber ich gehe jetzt auch nochmal mit dem Teil lang. Hoppala. Genau hier ist die Kante. Ja, und deswegen denke ich mal, ist das vielleicht doch ganz sinnvoll, wie die das gemacht haben mit dem Plot. Also wenn die das vorher ausplattern und dann eben diesen Rand mitlassen, vielleicht hier oben umwälzen oder bei den Radkästen, ja, damit da nicht irgendwas gegenkommen kann. Aber so im Großen und Ganzen denke ich, das ist eine bessere Lösung. Ja. Hast du ja bei den Scheinwerfern ja auch schon gemacht. Ne? Ja, habe ich jetzt bei den Scheinwerfern auch nochmal gemacht, nachträglich aber. Aber da sieht man es noch ein bisschen. Ne? Nicht dolle. Nee, aber man sieht genau hier die Kante. Ne? Also hier läuft die genau lang. Das Problem ist ja, bei manchen sind auch Gummidichtungen, da klebt die Folie ja nicht. Aber wir sind dann soweit fertig, machen das nochmal fertig und dann seht ihr nochmal das Endergebnis. Jahre her. Was hast du dazu zu sagen? Gar nichts. Hast du Kultflur auch schon gemacht? Was? Hast du Kultflur auch schon gemacht? Ja, wir gerade dabei, ja. Also ist eigentlich ready. Sieht man nicht, ne? Und noch trocknen lassen. Ja, hier, die Kleinigkeit. Ja, die ist noch nicht ganz fertig. Also hier ist noch nicht richtig ausgehärtet, dieses kleine weiße Ding. Und da auch nicht. Mal gucken. 72 Stunden, vielleicht ist es dann weg. Hier ist auch schon ein bisschen weniger geworden. Ja. Mit zwar nicht das Dänsegel, hier nicht, aber hier die beiden drei Dinger, die sind schon weniger, finde ich. Tja, mal gucken. Wir werden sehen, was das Ganze bringt. Bleibt gespannt. Ja. Ja, etwas über 24 Stunden jetzt her und ihr könnt euch das Endergebnis anschauen. Wir haben schon ein paar Verbesserungen feststellen können. Also diese beiden Punkte, die werden eventuell noch weggehen. Hier in dem Bereich hatten wir aber ganz viele Wassereinschlüsse. Die sind weg, Gott sei Dank, also jetzt nach 24 Stunden, nach einem Tag. Die Ränder habe ich ja nochmal alle nachgearbeitet. Die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Auch hier innen liegend reicht mir das eigentlich in der Form erstmal aus. Ein klein wenig Selbstkritik können wir noch üben. Und zwar im vorderen Bereich an der Kante. Seht ihr hier nochmal, hier haben wir irgendwie so leichte Luftblasen drin, ganz viele feine. Und eben diese Kante ist blöd. Aber gut, ist egal. Wir sind, oder ich selber bin nächste Woche bei XPEL. Bei Bamberg ist das auf diesem Lehrgang, auf dieser Schulung. Die geht 4 Tage und da nehmen die mich hoffentlich komplett durch. Ne? Also gucken wir uns das alles mal an oder ich gucke mir das selber an. Vielleicht werde ich auch ein paar Fotos posten in der Story oder ein paar Videos, wo wir nochmal schauen. Auf jeden Fall lernt man das da von Anfang bis komplett Ende. Und wir werden uns auch noch einen Plotter besorgen, bei dem wir dann diese ganzen Bauteile ausplottern. Also das heißt, dann braucht man dieses Kantenumlegen wahrscheinlich nicht mehr machen. Ist, denke ich mal, auch die beste Variante, auch für die Zukunft jetzt gesehen. Ansonsten seht ihr, es ist eine glänzende Folie, diese Schatten oder diese leichten Mattierungen, die sind auch schon wieder weg. Also die Folie, die wirkt dann nochmal richtig aus. Ja, aber sonst, finde ich, sieht das eigentlich relativ gut aus, wenn diese beiden Punkte jetzt nicht wären. Vielleicht gehen die auch noch weg, da müssen wir nochmal schauen. Aber gut, das war erstmal das Verkleben vom Kotflügel. Wir werden noch ein paar andere Bauteile verkleben, aber werden wir erst nochmal danach drehen, nachdem ich jetzt die Schulung gemacht habe. Ich denke mal, da habe ich auch ein paar mehr Kenntnisse dann erlangt und dann kann ich euch das auch noch ein bisschen besser zeigen. Ja, und das war erstmal der Kotflügel. Ne? Demnächst geht es noch weiter unten mit dem kleinen Bauteil, mit der kleinen Carbonlippe. Das Video haben wir auch schon fertig, die habe ich nämlich auch schon foliert. Ja, seid auf jeden Fall gespannt, was noch alles kommen wird. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr in die PPF-Folie gehen oder in die PPF-Richtung gehen. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen zu der Folierung oder irgendwelchen anderen Sachen? Stellt die natürlich gerne an uns. Wir sind gerne für euch da. Ansonsten, subscribe, bleibt dran. Euer Flo. Ciao.